Sehr zufrieden blickt die Kreissparkasse Main auf das vergangene Jahr zurück. Die Zahlen zeigen eine deutliche Tendenz, wie auf der Bilanzpressekonferenz in Main deutlich wurde. In einem immer schwieriger werdenden Umfeld konnten zudem die Kunden noch umfassender beraten werden und somit der Anspruch des KSK-Teams, mit Herzblut an alle Aufgabenstellungen zu gehen, erfüllt werden. Wo lagen die Highlights des Jahres? Wenn ich so auf unser Jahr schaue, dann ist es eigentlich die Entwicklung, die wir im Kundengeschäft genommen haben. Dass wir sowohl im Kreditgeschäft deutlich zulegen konnten, stark im Immobilienfinanzierungsgeschäft waren. Das war die Stärke 2014. Und dass die Kunden uns bei der Geldanlage weiter fulminant vertraut haben. Die Herausforderungen liegen heute in Bereichen, die mit dem eigentlichen Geld- und Finanzgeschäft gar nicht mehr so viel zu tun haben. Was vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so bewusst ist, dass Bankgeschäft heute sehr technisiert geworden ist. Dass wir rund um die neuen Technologien führend sein müssen, wenn wir attraktiv für unsere Kunden bleiben wollen. Ich mache das gerne mal an einem Beispiel fest. Denken wir nur an das Thema Online-Banking. Ja, da hat sich die Welt völlig verändert. Bei uns im Haus ist mittlerweile quasi jedes zweite Girokonto mit einem Online-Banking-Zugang versehen. Und da ist eine dynamische Entwicklung, das geht weiter rasant voran. Nicht mehr, weil wir vehement dafür werben müssten, sondern weil die Kunden zu uns kommen und sagen, ich will das, das gehört einfach dazu. Die positive Einschätzung bestätigt auch der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Kreissparkasse. Landrat Dr. Alexander Saftig sieht die Leistungen der Institution auch in größeren Zusammenhängen. Schwierige Zeiten auf dem Weltmarkt und wir können dem trotzen. Und das ist deshalb, weil wir das, wofür Kreissparkasse gebildet worden ist, ernst nehmen. Nahe beim Menschen, nahe beim Kunden, gut für die Region. Und wir erleben, dass so ein Rollback stattfindet. Die Unsicherheit in der Welt sucht Sicherheit im heimatlichen Bereich. Und das kann die Kreissparkasse bieten. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Die Kreissparkasse ist in der Region verankert und engagiert sich hier mit zahlreichen Initiativen. Auch im Jahr 2015 will man die Arbeit mit Herzblut angehen und jeden Tag noch ein bisschen besser werden. Wenn Sie über Herausforderungen 2015 sprechen, dann wird es auf der einen Seite natürlich darum gehen, im Markt weiter positiv verankert zu bleiben, also weiter Geschäft zu machen, das Kreditgeschäft weiter voranzutreiben, weiter Einlagen einzusammeln, neue Kunden zu gewinnen und auch Antworten zu liefern auf das Nullzinsniveau. Ich nenne das ausdrücklich mal so, der Markt ist ja durch die Aktivitäten der Europäischen Zentralbank im Zinsniveau dramatisch heruntergegangen und wir haben da schon Sorgen. Wie wirkt sich das auf unsere Anleger aus? Bleiben die weiter sparwillig? Was ist die Motivation, weiter zu sparen? Wir brauchen weiter Einlagen, weil darüber finanzieren wir ja die Kredite. Also das ist ein Riesenthema. Eine Kundenbefragung ergab Top-Bewertungen in Höhe von 97%. Die Zufriedenheit der Kunden ist und bleibt ein hohes Gut, mit dem die Kreissparkasse sehr sorgfältig umgeht. So wird die Erfolgsgeschichte der Kreissparkasse Main mit großer Sicherheit auch im aktuellen Jahr weitergeschrieben werden können.